Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Odyssee. Wir haben jetzt hier ein ganz tolles Bild. Leider ist es sehr dunkel, aber ich mache trotzdem mal kurz ein Foto. Wir haben hier einen Aussichtspunkt entdeckt auf der Karte beim letzten Mal. Und damit haben wir mehr oder weniger quasi alles hier gemacht, was wir machen konnten. Bis auf diese Ecke hier mit dem Banditen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal hinreiten und hoffentlich so viele wie möglich, beziehungsweise alle von denen schnappen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Das ist rechts von mir, das ist richtig. Aber ich sehe... Oh, Moment, oder ist das... Doch, das war das Dörfchen da unten, genau. Okay. Ah, das ist ja cool. Oh, nein, 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 hallo. Lass mich raus. Was ist jetzt los? Hallo? Was war das denn gerade? Hallo, bleib stehen. Ich würde dir gerne helfen. Ich glaube, ich habe gerade die Funktion gefunden, damit man aus der Nacht wieder Tag machen kann. Das ist natürlich ganz cool. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Ein Erz, okay. Das ist natürlich ganz cool, vor allen Dingen, weil ich immer gedacht habe, okay, das ist blöd, weil ich immer alles im Dunkeln habe. Ja, das ist wirklich cool. So, wir werden jetzt erstmal das Ganze hier als Ziel reinsetzen. So, Moment, wo zeigst du mir das jetzt an? In welche Richtung? Da, ne? Genau. Okay, jetzt sind wir aber mittendrin in der Bucht. Was ist denn jetzt mit dem da oben? Soll ich den jetzt töten oder? Ach, das ist ein Zivilist. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass die den Zivilisten gerade suchen. So. Kommen die jetzt noch hier? Bestimmt, ne? Ah, wenn der jetzt alleine kommt, habe ich allerdings eine ganz gute Chance. Na, er kommt natürlich nicht alleine. Hier habe ich keine freie Schussbahn. Das ist das Problem. Ah, klettert er jetzt hier hoch? Das sieht gut aus. Na komm, komm. Komm zu mir, komm. Ist er doof? Hallo? Hallo? Ist er wirklich so dumm? Ups, jetzt ist er zu tief.
Wenn du aber auch nicht kommst, du Vollidiot. Ehrlich. Ah, komm, komm, komm. Genau, dann komm hoch. Nicht jetzt. Du kannst mich mal. Ich muss mich jetzt hier auf einen Kampf vorbereiten. Denke ich. Du Trottel. Komm her. Los. Ja, genau. Also komm. Los. Autsch. Aber cool. Ah, ich habe einen Banditenanführer getötet. Ja, stimmt. Gut, die anderen sind jetzt weiter hinten. Mal schauen, ob ich da jetzt so einfach rüberkomme. Ja, geh hoch, los. Hallo. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ah, das weiß ich noch nicht so. Aber da ist ein Zivilist. Das ist das, was mich so... irritiert. Ah, Söldnerin, du musst mir helfen. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Wie ich sehe, ist Demut eine deiner Stärken. Wenn man reich ist, kann man sich erlauben, stolz zu sein. Mal sehen, ob es dabei hilft, mich zu überzeugen, dir zu helfen. Meine Drachmen sprechen für sich. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele jemande, um genau zu sein. Ornios und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Hüte deine Zunge, alter Mann. Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin. Okay. Wir haben jetzt sonst niemanden mehr hier, nur die drei. Bei nur natürlich relativ ist. Ach, jetzt hat die wieder keinen Busch, wo sie sich hinhockt. Ja. Aber mit drei gleichzeitig möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Ich hätte schon gerne vorher einen getötet. Bin ich denn blind?
schön hier bleiben. Bist du ganz allein hier? Nee, du sollst nicht aufheben. Hallo. Hallo, du warst schon fertig. Jetzt ist er runtergefallen wegen dir. Jetzt kann ich nichts mehr einsammeln. Toll, danke. Nein, stopp. Ich wollte scannen. So, da hinten haben wir noch einen. Und wir müssen da runter, okay. Ich dachte, da ist nur noch einer. Jetzt geht er da runter. Da hoch, toll. Ups. Ups, ups, ups. Ja, dann greif an, dann komm. 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 Nicht mal eine Spur? Keine Spuren! Keiner darf entkommen, ist das klar? Jetzt stirbst du! Das war aber ein ganz schlechtes Attentat hier. Vor allem kann ich ja gerade ganz schlecht zielen. Hallo. Ich stand jetzt hier irgendwie etwas ungünstig. Aber okay. Lass mich raus. Ich bin doch kein Tier. Nein, nicht den. Wie können die es wagen, Hand an mich zu legen? Du, hier, betrachten wir deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein Bruder schickt mich. Ich wusste, er rettet mich. Und wie schnell er eine Gehilfin gefunden hat. Um das klarzustellen, ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit, bleib in der Nähe und halt den Rand. Genau, das war's für dich. So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Endlich wieder vereint. Ich weiß nicht, wo du immer diese Raubeine findest, Bruder, aber sie leisten gute Arbeit. Das ist sehr rührend. Aber ihr schuldet mir Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast. Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Oh, sie hat dich heil hergebracht, Ornios. Lass sie gehen. So schnell wie möglich. So, sehr schön. Ich habe gerade was gesehen. Und zwar haben wir was im Inventar drin. Etwas Neues. Okay, Brustplatte plus 17 sogar. Ah, so langsam. Die haben wir noch nicht angehabt. Die gucken mal eben, wie die aus. Aber sehen genau gleich aus. Okay. So langsam wird es ja hier mit den jungen Mädels.
Okay, also da können wir die ganz rechte nehmen. Die ist dann plus 8. Und die werden... Achso, das sind die Söldnerhandschuhe gewesen. Okay. Oh, ein Helm. Ah. Okay, wirklich schön finde ich das ja nicht, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber ich kriege immerhin plus 5% Attentatschaden drauf. 19 Rüstungen. Ja, was soll man sagen, ne? Da haben wir immer noch nichts Neues. Ja, Fähigkeiten. Genau, wir hatten noch einen Aufstieg. Das heißt, wir können noch wegen neuen Fähigkeiten gucken. Was war das mit dem Speer? Das mit dem Gift finde ich gar nicht so schlecht. Zerbricht kleine Schilde. Gut, das braucht man bisher noch nicht, aber ich schätze, dass das wohl auch demnächst kommen wird. Erhöht den Kriegerschaden um 20%. Beziehungsweise jetzt beim nächsten Mal um 30 insgesamt. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Gesundheit wieder auffüllen ist natürlich auch nicht schlecht, gerade wenn wir gegen größere kämpfen. Wird wahrscheinlich auch demnächst ganz, ganz wichtig werden. Mit dem Bogen, okay, also ich sag mal, da sind wir eigentlich bisher noch gut mit durchgekommen. Der legendäre Tritt, ja gut, den hätten wir jetzt doch ein paar Mal schon verwenden können. Das wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Das mit dem Attentat, mit dem Niederschlag, finde ich persönlich sehr gut. Ja, was machen wir denn? Also Gift gefällt mir, muss ich aber nicht unbedingt haben. Gehe ich jetzt passiv und mache mehr Gesundheit oder mache ich mehr Kriegerschaden? Ich würde sagen, ich erhöhe mal den Kriegerschaden. Ich kann ja beim nächsten Mal dann gucken, dass ich was Gesundheit drauflege. So, haben wir jetzt... Nee, wir haben noch nicht alles erledigt hier, ne? Oh, ich sehe gerade, der Talos ist schon wieder unterwegs. Das ist gar nicht gut. Aber, wie gesagt, er jetzt eigentlich Stufe 6... Hatte er nicht Stufe 5? Ups, was war das gerade? Hallo? Das wollte ich eigentlich gucken. Zwei Schätze muss ich noch plündern. Okay. Ah, der kommt von da hinten. Okay, also sollten wir jetzt woanders hingehen? Die Schätze können wir jetzt auch gleich noch plündern. Hauptsache, der Talos erwischt uns jetzt nicht direkt. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt normalerweise sagen, mit diesem doch etwas ungewöhnlichen Outfit, würde ich jetzt hier gerne erstmal ein Foto machen. Ja, das auch. Was habe ich denn hier hinter mir? Hier ist noch eine Höhle, sehe ich jetzt gerade. Ist die auf der Karte verzeichnet? Ach, das ist das Fragezeichen. Ah, dann würde ich sagen, dass wir da jetzt noch mal kurz reingehen. Ist das wirklich eine Höhle? Grab der Verehrer. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Ja. Da habe ich etwas zu spät reagiert. So, ja. Ich würde sagen, damit haben wir das jetzt erledigt, ne? Nee, Moment. Ach, das ist immer noch ein unentdeckter Ort. Ah, okay. Also, dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal schaue, wo wir noch einen Ort entdecken können. Das können wir auch jetzt gerade noch machen, weil ich sehe gerade, das ist nur ein paar Meter entfernt. So, einen Ausguck haben wir entdeckt. Das ist doch schön. Und mit diesen wunderschönen Bildern hier werden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal verabschieden und werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir Thanos erstmal entkommen müssen. Bis dann und ciao, ciao.